neue Wege gehen und nachhaltigen Wohlstand aufbauen. Schön, dass du heute wieder da bist. Ich bin Amata Beil und zeige vor allem werteorientierten Unternehmerinnen, wie sie Schritt für Schritt ihr Online-Business so aufbauen, dass sie wirklich ein erfülltes und freies Leben führen können. Und heute mag ich mit dir ein paar Punkte anschauen, was es bedeutet, neue Wege zu gehen und nachhaltig wirklich Wohlstand aufzubauen. Und das allererste ist wirklich dieses mentale Erschaffen. Und mentale Erschaffen beginnt mit deiner unwiderstehlichen Sympathie. Und die hängt ganz eng auch damit zusammen, wie du andere auch siehst. Wie du andere wahrnimmst und wie du ihnen entgegenkommst. Ich habe im Kloster noch gelernt, immer wenn wir anderen begegnen, zu schauen, was gefällt mir am anderen. Ich lade dich ein, diese Übung mal zu machen. Einfach zu schauen, was gibt es am anderen, das dir wirklich gefällt. Ob es seine Brille ist, sein Schmuck, seine Kleidung, wie er sich bewegt, was er aufbaut, was auch immer. Such etwas, was dir gefällt am anderen, was du am anderen sympathisch findest. Wenn du gar nichts findest, mach's, wie Pfarrer Elmar Gruber immer gesagt hat, dann hat er gesagt, lieber Gott, hab du ihn lieb, bin gerade verhindert. Es gibt irgendetwas, was du am anderen sympathisch finden kannst. Das verändert deine Wahrnehmung, das verändert auch dich. Übrigens, was deine Sympathie betrifft, da können wir von der Natur unglaublich viel lernen. Denn die Natur macht uns ganz viel vor. Schau mal, hier haben wir jetzt gerade keinen Apfelbaum. Ich bin hier am Übacareisee in Paraguay. Aber du siehst, nein, du siehst hier jetzt nicht die Blüten. Aber ganz häufig, wenn Bäume ihre Früchte tragen, dann sind die Früchte wirklich einladend, strahlend. Die Äpfel, die leuchten sozusagen, die machen das, was ihr eigenes ist. Und wenn du dein eigenes machst, dann leuchtest du von innen heraus. So wie ein Apfel leuchtet. Du wirst unwiderstehlich sympathisch, sodass die anderen sagen, boah, das möchte ich auch haben. Es verändert die Schwingung, wenn du es bei anderen wahrnimmst und wenn du es bei dir wahrnimmst. Also mentales Erschaffen bei dir und anderen. Das ist das Erste und Wichtige. Und das Zweite ist wirklich, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten wahrzunehmen, wertzuschätzen. Und jeder von uns hat ein ungeheures Vermögenspotenzial in sich. In der Bibel heißt es mal, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Oder auch in der Bergpredigt, lass dein Licht leuchten, das was ihr am Anfang schon gesagt, beim ersten Punkt. Geh wirklich in deine Strahlkraft, in deine Leuchtkraft und du wirst fast automatisch sozusagen auch die richtigen Menschen anziehen. Und entdeck dieses Potenzial in dir, denn da ist so unendlich viel da. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist wirklich die Macht der Gedanken und der Worte zu nutzen. Wir alle haben zwischendurch Gedanken und Gefühle, die ja jetzt nicht unbedingt so aufbauend sind oder so positiv sind. Das ist normal, die gilt es auch nicht zu verdrängen, zu unterdrücken. Das Einzige, was Sinn macht, ist, denen nicht so viel Raum zu geben. 3 bis 5 Sekunden, nicht länger, und dann sich zu entscheiden, die Aufmerksamkeit dahin zu wenden, was dir wichtig ist. Denn da, wo deine Aufmerksamkeit ist sozusagen deine Schöpferkraft, das wird bei dir und in deinem Leben entstehen. Der vierte Punkt ist, wirklich Einkommen zu steigern. Denn auf dieser Welt gibt es so unglaublich viel Schönes, das wir genießen können, ohne Geld. Und dennoch, ob wir was zum Essen wollen oder eine Wohnung oder Möbel, was auch immer, auf dieser Welt ist es so, dass wir kein anderer dir die Miete bezahlt oder dein Haus bezahlt, sondern das ist deine Verantwortung. Und du hast die Möglichkeit, dein Einkommen zu steigern. Ob du das für dich selber nutzt oder auch für soziale Projekte, ist erstmal ganz gleich. Aber dein Einkommen zu steigern, da auch Wohlstand aufzubauen. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich habe am Dienstag einen Live-Workshop. Wenn dich das interessiert, komm sehr, sehr gerne mit dazu. Ja, der fünfte Punkt, wenn es um nachhaltigen Aufbau geht von Wohlstand, der ist in meinen Augen auch ganz wichtig, nämlich in Menschen investieren. In Menschen investieren. In Beziehungen, in Netzwerke, auch in Network-Marketing. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn du hier bereit bist, offen bist und neue Wege gehst, um wirklich nachhaltig dir
wahren Wohlstand aufzubauen, dann ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und der letzte, der sicher auch noch mit dazu gehört, ist auch das Geld arbeiten zu lassen. In meiner Kindheit habe ich noch das Geld auf die Bank gebracht. Das ist heute nur mal so wirklich sinnvoll. Für ein bisschen was natürlich, weil man es braucht, aber wir haben heute Negativzinsen, wir haben nicht wirklich das, was Geld wachsen lässt. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also schau einfach an, was ist jetzt im Moment für dich dran und welcher der Punkte, die ich gerade angesprochen habe, würdest du gerne optimieren? Schreib es gerne in den Kommentar rein. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und freies Leben. Und hinterlass mir gerne ein Like auf diesem Kanal, teile es mit deinen Freunden, wenn du es gut findest, abonniere es und bis bald, deine Amata. Ciao.